Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadows of Rose. Guck mal, mir ist jetzt eben aufgefallen, ich wollte mich mal von vorne angucken. Sie lässt sich einfach nicht von vorne angucken. Die haben doch bestimmt jetzt hier dasselbe Modell genommen wie beim Ethan. Der lässt sich doch bestimmt auch nie von vorne angucken. So. Ja, blöd ist jetzt, dass ich tot bin fast. Und doof ist auch, dass wir hier raus müssen. Ich mag meine Zauberkräfte wirklich gern. Aber ich habe so das Gefühl, vor lauter Panik bin ich nämlich falsch gelaufen. Nein! Oh Gott, sind die widerlich. Na, oh Mann, ich wollte gerade vorbeirennen. Aber sie kann anscheinend nicht vorbeirennen. Oh Mann, die schuppen mich immer von der doofen Tür weg. Jetzt bin ich nämlich wieder verwirrt. Hochgradig. Oh Gott, sterbe ich. Können wir alles nochmal machen. Was sind denn die letzten Speicherdaten? Ach, es hat die automatisch gespeichert oder was? Mach auf jetzt. Danke. Das gibt's doch wohl nicht. Man kann nicht an denen vorbei. Der hat mich doch jetzt gegriffen. Der hat in die Luft gegriffen, hat er mich plötzlich. Lass mich da raus, da rein jetzt. Oh, wie es immer ewig dauert. Geht doch. Großraummagazin. So. Gib mir das. Was auch immer das ist, gib mir das. Nein! Ah! Oh, wie viele Schüsse brauchen die denn? Ja, einer hat noch gefehlt. Ach da.
Boah, nee, ey, das könnt ihr auch voll vergessen. Hey, ich bin doch schon wieder hier. Langsam sie einfach schießt. Was redet sie denn? Was ist denn was? Was ist das hier eigentlich für eine doofe Tür? Das kann ich hier nicht verwenden. Pulver. Kann ich von hier hinten vielleicht? Nee, ich muss schon an der Seite. Oh, was liegt denn hier? Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Okay. Bevor wir uns das alles, bevor wir uns das dann nehmen, machen wir erstmal alles andere. Ach ja. Und hoch? Nee. Nun gut, wir müssen das jetzt gleich nehmen, da geht wieder die Verfolgungsjagd los. Da kommen wir her. Da ist dicht. Die Tür mit einem Auge. Hier ist doch die Tür mit einem Auge. War nix. Ich will sie nicht nehmen. Bronzemaske. Oh, na endlich. Du glaubst doch auch, die glaubt wirklich, dass das gut ist, gell? Glaube ich. Es ist nicht gut, Mädel. Oh, jetzt konnte man sie von vorne sehen. Ach ja, jetzt kann... Oh Gott, wir sehen aus wie ein Zombie. Jetzt kann man sie von vorne angucken.
Ging es ja nicht irgendwo in die Küche eigentlich? Rest. Mach Pause. Stimmt was nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Warum nicht gehen? Nein. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Danke. Nimm. Cool. Hat jemand Mitleid mit uns? Hier fehlt uns immer noch was? Wir können es ja mal angucken, aber... Ja, nein. Präsentiere jenen. Ich zeig nochmal her, ganz kurz. Das ist doch der Zweierschlüssel. Nee, das ist gar nicht der Zweierschlüssel. Präsentiere jenen, der die Wahrheit mit drei Augen sieht. Okay, also wahrscheinlich hinter der Tür mit den drei Augen. Ach, guck mal, hier ist... Oh nein, das ist aber gar nicht gut. Hier geht's in die Küche. War hier irgendwas, das wir wegmizimitieren konnten? Von der anderen Seite verschlossen. Achso, okay. Gut, dann will das Spiel, dass wir wieder zurückgehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass vieles ausgelöst wird. Wenn wir jetzt da die Maske reintun tatsächlich. Die Maske dran tun. Jetzt können wir hier durch. Kuckuck. So, das. Okay. Den einäugigen Schlüssel finden. Wo geht's denn hier hin? Das ist hier ein Rätsel. Die Räuber stehen in Reih und Glied, ein jeder auf seine Beute schielt. Also. Hier würde ich gern das reintun. Gib mir deine Spinne. So. In Reih und Glied. Da machen wir das. Kommt hier hin. Aber Gemälde eines Froschs. Es ist fest im Rahmen fixiert. Okay. Es ist fest im Rahmen fixiert. Frosch. Was ist denn jetzt der Frosch?
brauchen noch eins. Ich habe gedacht, wir sind vielleicht auch ein Gegner und wir erschlagen dann die Spinne. Hier sind wir. Okay, wir brauchen ein Bild. Bäh. Da. Langsam wächst es. Wächst. Um Gottes Willen. Ich habe dich gespeichert. Wieso habe ich nicht gespeichert? Weg. Ich hab dich gespeichert. Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen. Aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er soll doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Nein, wieso habe ich nicht gespeichert? Geh nicht, zu schwach. Hinter Kamin. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ach, Chemikalie. Hat sie jetzt gesammelt? Ja, gut. Pistolenmunition. Nimm das. Jetzt stärker. Können wir jetzt doch die Viecher umbringen? Oh, wir haben Bällchen da unten. Was machen denn die Bällchen? Auf Gegner fokussieren. Das war ich. Aha, und wie kriege ich das wieder? Fühlt sich das langsam irgendwie wieder auf? Oh, jetzt sind die Viecher hier. Das auch. Zweig weißer Salbei. Stellt etwas Mythomycetkraft wieder her. Ah! Ah, so benutzt man das. Sei vorsichtig. Oh, das ist aber nicht gut. Oh. Nein, der Mythomycet konnte ging überhaupt nicht. Ah, Hilfe!
Oh, ich hab nichts mehr. Dass man die nicht hier irgendwie umbringen kann. Also, dass das so... Ich will in die Ego-Perspektive. Das ist mein Traum. Ich habe gerade heimlich ein Latte Macchiato hingestellt bekommen. Ist das nicht schön? Könnte ich mir gleich mal richtig geben. Ach, hier ist jetzt niemand mehr. Hier sind Lady Dimitrescu's Dingers. Oh nee, ich will den nicht nehmen. Einäugiger Schlüssel, na toll. Den einäugigen Schlüssel benutzen. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotieren eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Oh nein! Och, ich Doofkopf. Ich habe es falsch benutzt. Hier sind ihre Kleider. Die sehen hier wirklich sehr, sehr kurz aus. Dafür, dass sie so eine große Frau ist, auch wenn die da unten rumliegen. Hier ist ein Fernseher, aber hier ist nichts. Nein! Oh. Toll, jetzt haben wir hier praktisch so einen Gegenspieler, der uns hinterher rennt wie die Vampirfrau oder was? Wo kommt denn das Bronzeding hin? Eins. Welches hat ein Eins? Das da, oder? Ja. Sie sieht wahnsinnig schön aus. So, ein Hammer schon mal. Jetzt haben wir das Ding natürlich da reingetan, ja. Ich habe alle meine Kräfte verbraucht, ich Dödel. Was gab's denn hier hinten? Ach, hier ging's raus. Ach, ganz raus, aber nur. Nee, da will uns niemand rauslassen, seltsamerweise. Seltsamer, böshafter Weise. Oh. Hier sicher. Ah, das ist unser Safe Room. Müde? Geht schon. Aber was ist mit dir? Schwach hier. Lassen deshalb deine Worte? Ja. Dann schone deine Kräfte. Ja, wir haben Safe Room gefunden. Was uns aber auch nicht so viel bringt jetzt. Das können wir nicht lesen, das können wir bei Ethan lesen. Also, wir sind jetzt grundsätzlich in den Erinnerungen, gell? Aber spielen die Erinnerungen jetzt vor oder nachher? Eigentlich nachher, oder? Und der
andere ist jetzt verrückt geworden, der ist ganz alleine jetzt hier. Unser allerliebster, vertrauter Verkäufer. Und der macht sich jetzt hier einen Lenz. Und lässt alle möglichen gegeneinander antreten. Was war das überhaupt für ein Typ? Das hat mich so ein bisschen an Resident Evil erinnert. Natürlich, wir sind ja hier bei Resident Evil. Wir haben die erste Maske da drauf, oder zumindest die zweite. Wir werden in der nächsten Folge mal weitersehen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Abend. Wir sind ja abends. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.